Frauen, die aus Hüpfenburg heute Morgen hier hingekommen sind, als Zeitzeugen der damaligen Zeit, hier Wichtiges mitzuteilen, als Betroffene selbst das zu schildern, was in Wiesel eigentlich nicht nachzulesen ist. Man kann das nicht. Und es ist auch wichtig, dass man an den Ort, wo diese Gedenkstätte geht. Ich teile den Josef von Luxemburg, ich wohne jetzt in Luxemburg-Rowald. Ich wurde verhaftet in der Großrazzia, die damals in Luxemburg stattfand, als das Referendum stattfand, wo die Luxemburger sollen ausfüllen, zu wem sie gehören. Da waren drei Fragen drin, die sollten mit Deutsch beantwortet werden. Aber die Luxemburger haben zu 99% alle diese drei Fragen, wenn die mit Deutsch beantwortet worden wären, dann wären wir automatisch eingegliedert gewesen. Und da haben die geantwortet auf die drei Fragen, nicht luxemburgisch, sondern letzeburgisch. Und mitten in dieser Aktion hat dann der Gauleiter abgebrochen. Also das war eine unglaubliche Blamage für den Gauleiter. Und Simon war das, ne? Ja, Simon. Und als Vergeltungsmaßnahme war dann eine Großrazzia gegen die damals schon bestehenden Widerstandsbewegungen. Das waren so ungefähr 500 Leute, die da verhaftet wurden. Da war ich auch dabei. Wir sind gleich von der Gestapo verhört worden, das war abends. Bin ich von meiner Arbeit, ich habe damals gearbeitet in Paul Wirth, das war von der Arbeit, habe ich als Dreher da gearbeitet. Und abends ging sie ins Gefängnis nach Luxemburg, den anderen Morgen wieder zur Vernehmung. Dann wurden wir versammelt in einer Schule, dann auf Kamions geladen. Und dann ging es irgendwo hin. Also wir wussten überhaupt nichts. Und dann am frühen Morgen, also sozusagen in der Nacht, um 4 Uhr, 5 Uhr morgens, kam hier auf. Raus hier! Raus! Schnell, schnell! Oh, ich hab mir gedacht, ja, was ist denn da los? Ja? Und da fand wir nicht hin. Wir aus dem Wissen Sie denn, warum sie verhaftet wurden jetzt genau? Was hat man Ihnen jetzt vorgehalten? Also, Sie haben bei Ihren Beinen haben Sie Fotos gesehen, ne? Und der hat dann im Verhör, das war ein junger Kerl, ne? Der wurde wahrscheinlich geschlagen und so, hat der dann gesagt, ja, die habe ich von dem und dem, wie das so eben ist, ne? Wie beim Militär. So, geschaut, da musste jedes Speck und jede Kante in einer gleichen Linie. Wenn das nicht der Fall wäre, alles runter, ne? Also vorher gab es nichts. Also das Essen war erstens minderwertig, zweitens nicht genug. Wenn Sie nicht das Glück hatten, irgendwoher was zu organisieren, wie sie damals hatten, dann wären sie mit großer Wahrscheinlichkeit in 3 Monaten nicht mehr da. Da wären sie verhungert. Was heißt das, verhungert? Das weiß heute kein Mensch. Wenn ich Sie sage, wissen Sie, wie das ist, verhungert? Oder hatten Sie mal Hunger? Ja, ich hab mal 2 Tage lang kein Fleisch. Oder? Das war ganz ab. Aber Hunger. Ich glaube nicht, dass einer von Ihnen Hunger gelitten hat. Ich auch nicht. Ich habe vorher auch nicht. Ich habe auch immer gesagt, wenn ich nicht jeden Tag hereinstopfe, bist du am nächsten Tag tot. Das gibt es nicht. Und dann ging es an die Arbeit. Gut, dann wurde wieder das Bett gebaut. Und da war zum Beispiel ein, das war alles erst
NSS, der ist mittlerweile ein wenig bekannter geworden durch die Literatur, das war, wir nannten ihn. Er hieß, das war Ivan der Schreckliche. Also, ich entschuldige mich bei Ivan, dem Schrecklichen, dem Richtigen, dem Russen da. Also, ich entschuldige mich bei dem, dass wir diesem den Namen hier, denn das ist eine Beleidigung für Ivan, den Schreck, für den Licht. Denn dieser Ivan der Schreckliche, das war kein Mensch, das wäre mal keine wilde Bestie, weil eine wilde Bestie macht nur einen Tod, wenn er unruhig ist. Nein, der hat geschlagen und getreten aus purem Sadismus. Da hat er, und wenn er Deutsch gesprochen hat, hat fast keiner ihn verstanden, hat er ihn direkt. Da hat er immer speziell zu den Luxemburger gesagt, ihr rote Lewe, ich werde euch geben. Und dann ging es los. Die Arbeiten, die waren also teilweise äußerst zwecklos. Das war im Winter, wie ich dachte, da hat es geschneit hier im Hunsrück, da war viel Schnee. Da haben wir den Schnee geschickt und mit schweren Trägen von dort nach hierher gefahren. Und dort wieder umgekehrt. Und alles im Laufschritt. Da können Sie sich ja denken, wie wir abends, also da sind ja schon viele umgefallen. Und ja, und um sich ein wenig zu amüsieren, da hat ein SS einen Häftling genommen, irgendwie, hat er den mit den Beinen so genommen und dann in den Schnee so. Und dann hat er ihn so liegen gelassen. Das ist das eine. Die anderen haben gearbeitet in Nonnweiler. Beim Drainage, da haben wir Drainagearbeiten gemacht. Andere waren bei Romica in Gusterath. Ja, die haben da gearbeitet. Und es waren auch deren im Lager. Das Außenkommando, das kam erst abends wieder zurück. Ich habe zum Schluss gearbeitet in Rheinsfeld. Da sind wir jeden Morgen zu Fuß nach Rheinsfeld und da haben wir Baumstämme geschält mit so dem Schälmesser, ja, durch den ganzen Tag. Und da ist es mir dann passiert, das war im Mai, im Mai 1942, danach, wie wir in Wittlich zurück waren, ne, kamen wir einmal von Rheinsfeld zurück und da bin ich unterwegs einfach umgefahren. Ja, da haben die mich nach Hinsert gesagt. Ja, in Hinsert hatten wir auch eine Kassier. Ja. Aber da war einer Häuptling da drin, der hat sich als Arzt aufgeführt. Das war ein Steinmetz, ein Maurer. Brendel hat er geheißen. Sergio Brendel. Also wenn ich Ihnen das erzähle, hat es keinen Wert, dann ist es unge- also ich will Ihnen gleich sagen, Ihre wildeste Fantasie und Ihre perverseste Fantasie, was die Ihnen ausmacht, kommt nicht an die Wirklichkeit heran. Da bin ich bei denen gegangen. Ja, komm rein. Da hatte ich eine eitrige Rippen. Und da kam der Ivan, der gute Ivan, da kam einmal Frauen, im Revier waren Häftlinge, die waren Ärzte. Und durch einen Arzt, der hat mich untersucht, und da wurde ich punktiert, im Revier. Und da stand der Ivan auch da, ganz interessiert, das Auto. Die Nadel da hinein, gepumpt, und da kam hinein. In eine Schüssel, da ist alles raus. Das ist so blutgeflüssig. Da sagt er mal, Kreuz und Triebe, hat er gesagt. Und das war alles, was er gesagt hat. Ein paar Tage darauf bin ich nach Hermeskeil ins Krankenhaus gefahren worden. Ja, das war die letzte Station. Also, das war eine
unheimliche Vergünstigung. Da sind sie nicht im Lehrer krepiert. Da haben sie die was so eine Minute vor 12, haben sie noch nach Ernst. Ich habe 53 Kilo gewogen. Und dann, da war ein Luxemburger Arzt, der Arzt Charles Wagner von Wormeldingen. Der war der Dienstschäftliche. Und durch diesen Arzt, der hat natürlich alles dran gesetzt, um alle diese Häftlinge so lange wie möglich da zu behalten. Ne? Da war ich 6 Monate dort. Und ich wurde dreimal punktiert vom Hackethal. Also nicht im Juli. War der Chefarzt. Ja, auf einmal kommt der, also wir wären in einem extra, im dritten Stock. Niemand durfte da herein. Und auch keiner raus. Ne? Doch, wir konnten einmal, das wäre Weihnachten. Nein, das hier irgendein Feiertag. Vom Juni bis zwischen Juni und Dezember. Da konnten wir beichten. Ich bin Pater Dominikaner oder Franziskaner, welche wären das? War das am Josefstag? Ja, das war im Krankenhaus. Das Josefsschwestern waren, nehme ich an. Das kann sein. Also, da war eine Schwester, da war die Schwester Ernesta. Also, sie hieß kurz darauf der Engel von Hermesteil. Ne? Und da hatte ich 21 Jahre. Ne? Also, da kommt, ja, also im November so herum, da kommt der Spornwert, das war der Kommandant. Darauf Besuch. Hermesteil bei uns. Auf einmal habe ich den Herren brüllen. Diese Sauende haben hier ein Leben in Saus und Braus. Und unsere Soldaten, denen er frieren, ja, und so weiter und so weiter und so weiter. Da habe ich gedacht, ich glaube, jetzt hat es geklingelt. Und kurz darauf kam die Schwester Ernesta. Also ich war für die Schwester Ernesta das Jüngchen, denn ich war der Jüngste von der ganzen Bande. Und ach, Jüngchen, Sie kommen Sie wieder. Und da hat die mir so ein Schlauch aus Leinenschlauch hatte sie so zusammengepasst, so hoch und so. Das war voll Stuhl. Da sind wir wieder nach Hinz gekommen.